Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Stammtisch wechseln, Otto. Wenn man hier so sitzt, ich kann's einfach noch nicht loben. So was geht manchmal schnell. Eine Woche ist es nur gerade her. Dann hat er hier noch gesessen und ist mit seinem Kreuz ohne vielen Baden gegangen, wo er noch beinahe Rie gesagt hätte. Paul! Machst du auch schon 5-Tage-Woche? Oder warum kommt denn kein Kellner? Komm ja schon. Namens Hermann. Namens Otto. Namens. Ich muss schon entschuldigen. Justus ist mal schnell rüber beim Zahnarzt. Mit seinem Gebiss haust du immer noch nicht hin. Na, wie war denn? Ich hab nur einen Kranz schicken können. Ausgerechnet heute hat sich da mein Obermima von der Brauerei angesagt. Wegen der Renovierung. Was hat denn der Fahrer gesagt? Na, was man eben so sagt, hat nicht viel hergemacht. War ja auch bloß eine Schwester von ihm da und seine Wirtin und ein paar Arbeitskollegen. Ein einsamer Mensch wär't gewesen, hat er gesagt. Das war ja nun ein bisschen übertrieben. Ah, das sind höchstens wir jetzt ohne unseren dritten Mann. Also, Paul, bring mal wie immer 3 Bierchen und 3 Harte. 3? Ach so, ja. Also denn 2. Ihr könnt eben immer noch nicht kapieren. Das wird es oft noch so gehen. Dazu wart wohl auch zu plötzlich. So was kommt immer dann, wenn man keiner dran denkt. Ja, daran denkt eben keiner. Warum denn auch? Heute, da hauen sie noch auf die Pauke und möchten am liebsten Bäume ausreißen und morgen... So, meine Herren, die Gedächtnisrunde habe ich mir erlaubt. Auf unseren guten Wilhelm. Ja, auf Wilhelm. Auf Wilhelm. Bring mal gleich noch 2 Harte hinterher und Zigaretten, ja? Ja. Ja, Otto, das hätten wir nicht gedacht. Nun sind wir 2 Junggesellen alleine. Jetzt werden uns die Abende lang werden. Ja, und ob wir uns noch an Neuen gewöhnen, ich weiß nicht. Hm. Das ist ein Glück geradezu, dass der keine Familie hatte. Die wäre jetzt auch Nese. Ja, das stimmt. Mit Ach und Krach haben wir ihn unter der Erde gekriegt. Naja, du weißt ja, ich hab mal immer einen Mund fusselig geredet. Was soll ich mit einer Lebensversicherung, was soll ich mit der Sterbeversicherung, hat er immer gesagt. Das Leben kann man nicht versichern. Und wenn ich mal ins Rast beiße, ach, oben geblieben ist noch keiner. Ja, das war Wilhelm. Und recht hat er gehabt, von seinem Standpunkt aus. Schließlich bist du Versicherungsvertreter und auch nicht versichert. Und ich als dein Freund auch nicht. Ja, ist auch ja nicht schön zu sagen. Aber meinst du, die Familie haben, die denken dran? Müsstest du dir mal anhören, was ich so Tag und Tag zu hören kriege. Fernsehen haben sie, Kühlschrank haben sie, auf den Kleinwaren sparen sie, aber eine Lebensversicherung... Ja, da sind sie krumm, wenn sie sich bücken. Ja, das kann ich dir sagen. Paul, wo bleiben denn die Klaren? Und die Argumente hauen sie bloß ab, sie aß. Ja, so erste denn.
Euch fehlt wohl noch eine Zimmerpalme in euren Glaspalast. Dann nehmen sie dir noch übel, dass du noch ein sauberes Hemd anhast. Von unserem Geld, mehren sie. Naja. Zum Wohle. Zum Wohle. Zum Wohl. Heute früh, da habe ich wieder so ein Ding erlebt. Da komme ich doch da zu einer Frau Fahlberg. Der Mann ist Kassenbote. Ja, sagt sie, über eine Lebensversicherung, da hätte sie sich schon oft Gedanken gemacht. Stell dir vor, Gedanken hätte er sich gemacht. Der Olle ist Kassenbote. Aber mein Mann will nicht recht dran. Die Frau war also ja nicht abgeneigt. Wenn's nach mir ginge, ich würde ja gerne. Aber mein Mann will doch nichts davon wissen. Ich hab schon 100 Mal gesagt, Bruno, hab ich gesagt, denk mal dran, wenn's das Unglück so will und dir passiert mal was. Was soll denn dann werden? Man muss doch vorsorgen, nicht wahr? Natürlich muss es im Rahmen bleiben. Allzu große Einschränkungen können wir uns nicht zumuten. Ja, also, gnädige Frau, unser Jedermann-Tarif ermöglicht auch dem kleinsten Einkommen einen ausreichenden Versicherungsschutz. So? Na, was zahlen Sie denn so im Allgemeinen? Das kommt natürlich ganz auf die Höhe der Prämien an. Na, so bei 20 Mark im Monat? Wie alt ist denn Ihr Gatte, wenn ich fragen darf? 46. So, 46. Ja, also ja, da haben wir ja einen sehr günstigen Kurzzeittarif. Demnach könnten Sie immer ungefähr, es ist ja auch ganz unverbindlich. Ja, natürlich, Eva. Also mit 20.000, so könnten Sie doch rechnen. Bei Unfall, Tod, das Doppelte. Na, ein Raubüberfall wäre wohl auf jeden Fall ein dienstlicher Unfall. Also 40.000. Ja, ganz recht. Also ich muss Ihnen sagen, oft verstehe ich meinen Mann nicht. Ich sage ihm immer, du als Kassenbote und Kassierer bist doch viel gefährdeter als alle anderen. Jeden Freitag hast du zigtausend in der Tasche, wo sie heute schon um 3,50 Mark morden. Und wenn er wenigstens mit dem Wagen hingebracht würde und gleich zurück könnte. Nee, da muss er warten und den Wagen erst anfordern. Da muss er gegenüber von der Bank in die Börsenstube und die Firma anrufen. Und bis die kommt, setzt er sich hin bei einer Brühe oder Bockwurst und hält die Aktentasche mit dem ganzen Geld immer auf dem Schoß. Oh, Gottes Willen, ja, das ist aber doch... Wieder mal am falschen Ende gespart, ist doch meine Rede. Immer sparen Sie am falschen Ende. Ja, ich verstehe aber gar nicht... Freitag ist doch Lohntag. Und dann dauert's natürlich ein bisschen bei der Bank. Und da ist der Wagen mal nicht mehr rechtzeitig zum Flughafen gekommen, wo ein wichtigen Mann für meinen Mann seinen Chef abholen sollte. Und da hat er's gebrüllt wie ein Verrückter... Und von dem Tag an hat er eine Verfügung rausgegeben an die Fahrbereitschaft. Er hätte sich die Wagen zum Rollen angeschafft und nicht zum Rumstehen und Warten. Rollen sollen sie bei ihm. Er schmeißt jeden raus, den er beim Parken erwischt. Nur machen Sie was. Ja, aber umso mehr müsste doch Ihr Gatte... Ach, den sollten Sie mal hören. Liebe Hilde, sagt er immer. Und dann zuckt sie ihm hier schon immer so unter dem linken Auge. Liebe Hilde, ich habe im Kriege mitten durch die schlimmsten Partisanengebiete als Rechnungsführer noch ganz andere Geldtransporte geleitet. Und die Sache mit der Butterhandlung damals, sag ich dann. Der Mann hat auch bestimmt nichts Böses geahnt. Und plötzlich was passiert. Na ja, sagt er dann auf dem Hinterhof und ihm dust ein Kunststück. In diesen Sachen ist er genauso stur wie sein Chef. Ja, gnädige Frau, schließlich wären Sie die Leidtragende, wenn ihm mal was zustieße. Das ist es ja. Was sagten Sie? 40.000? Ja, ganz recht. Das heißt bei gewöhnlichem Tod nur die Hälfte. Man muss immer mit dem Schlimmsten rechnen. Ja, natürlich. Wenn Sie es so sehen... Bild dir bloß nicht zu viel an auf deine lächerliche Gaspistole, sage ich immer. Natürlich. Da kommt doch noch gar nicht mehr dazu, das Ding aus der Tasche zu ziehen. Sag ich doch. Es ist doch leichtsinnig. Und so ein bisschen Jiu-Jitsu, als er mal jung und schön war. Heute pustet er doch schon, wenn er sich die Schnürsenkel festzieht. Aber nichts zu machen. Ich muss mal sehen. Ja, also ich freue mich wenigstens, gnädige Frau, dass ich in Ihnen einen einsichtsvollen Bundesgenossen gefunden habe. Es ist ja auch nicht so, dass wir Ihrem Gatten etwas aufschmatzen wollen. Sehen Sie, der Name unserer Versicherung birgt ja dafür, dass zwischen unseren Kunden und uns von Anfang an ein gutes Vertrauensverhältnis... Entschuldigen Sie... Das wird mein Mann sein. Da können Sie ja gleich... Tag, Hilde. Besuch? Guten Tag, Bruno. Ja, der Herr ist von der Versicherung. Von einer Lebensversicherung. So. Und du weißt ja, dass ich schon immer... Ja, guten Tag. Fahlberg heiße ich. Also eins will ich Ihnen gleich sagen. Was auch immer meine Frau hier mit Ihnen bekaspert haben sollte, ich komme für nichts auf.
Da haben sie leider ihre kostbare Zeit Bruno, ganz um... 20 Mark im Monat. Na ja, eins kommt zum anderen. Notfalls kann ich das auch noch vom Wirtschaftsgeld. Gut. Gut. Das hast du nicht umsonst gesagt. Das werde ich mal gleich notieren. Moment. Hilde hat 20 Mark Wirtschaftsgeld zu Fille. Na, pass mal auf, nächsten Ersten. Dir wäre ich abgewöhnt, mein sauer verdientes Geld zum Fenster rauszuschmeißen. Also Verzeihung, wenn ich mich hier mal einschalte. Von Geld zum Fenster rausschmeißen kann ja nur wirklich bei einer Lebensversicherung nicht die Rede sein. Sagen Sie hier. Im Gegenteil, jede Einzahlung bedeutet doch eine sichere Kapitalsanlage für die Zukunft. Ach nee, für die Zukunft. Für wessen Zukunft denn, hä? Ich werde mal zur Lebzeit meine Mulle verkneifen, damit meine liebe Frau, wenn ich mal längste Kartoffeln von unten angucke, auf der Pauke hauen kann. Ja, so sehen Sie aus, ja. Glauben Sie mal, die Sicherung des geruhsamen Lebensabends. Geruhsame, die heißt doch nicht. Reden Sie doch nicht solche Schwollen. Wissen Sie, was wir haben? Gleichberechtigung haben wir. Verstehen Sie? Gleichberechtigung. Da muss jeder selbst sehen, wie er mit dem Kreuz an der Wand kommt. Die Weiber haben es ja so gewollt. No, das fehlt ja noch. Nee, daraus wird nichts. Sehen Sie mal zu, dass Sie weiterkommen. Sonst verpassen Sie womöglich die besten Gelegenheiten für Ihren einen gehorsamen Lebensabend. Mahlzeit. Ich hab Hunger, Hilde. Tja, sowas muss man sich denn sagen lassen. Junge. Paul, noch 2 Bier und 2 harte. Na Mensch, für mich wird das nicht, du. Ich hätte dem Affen vielleicht was erzählt. Und wenn Sie mich hinterher fristlos rausgeschmissen hätten... Ja. Manchmal muss man schon der Luft anhalten. Ja, da könnt ihr auch gar kein Mitleid haben, wenn so ein Kerl mal eins von Dez kriegt. So ihm könnte so ein kleiner Denkzettel ja nicht schaden. Oh, meine Herren, 2 helle, 2 klare, zum Wohl. Ja, danke schön. Dass er mal anständig Werke vollkriegt. Ja, da müsste dann noch eine ganze Menge anderer Leute auch passieren. Naja, du bist eben schon Abgebrüterin, aber mir riecht so ein Idiot eben auf, Mensch. Rechts und links ein paar Ohren. Was hast du denn davon? Was hab ich davon? Bedürfnis wäre mir das. Mein Spaß hätte ich davon. Ja, und 6 Wochen Knast wegen Körperverletzung. Gut, aber eins weg das Ahren. Wenn ich schon brumme, dann aber richtig. Wie denn richtig? Ja, ich meine, wenn schon, denn schon. Das verstehe ich nicht. Dann hab ich nämlich auch die Aktentasche voll Pulver, wenn ich wieder rauskomme aus dem Knast hier. Paul! Ja? Schnapsverbot für den Otto. Was für Vogel, Mensch. Sag mal... Das wollen die alle auf den Leisten. Wieso? Ich sah bloß, wenn schon, denn schon, nicht wahr? Oh, Marcel, jetzt schon ein bisschen kariert, Reda, aber theoretisch kann man sich das ja mal ausmalen, nicht? Ja, den Überfall auf dem Kassenboden bist ja nicht bei Trost. Ein Überfall, Mensch, wenn du das so nennst. Na, wie nennst du es denn? Ein Denkzettel. Also ich bin der Meinung, ein Denkzettel wäre ihm sehr nützlich. Und wie geht's nur darum, das Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden? Ja, ich werde das mal morgen mit einem nüchternen Kopf erklären. Paule, noch 2 harte, ja? Ich denke, du hast Schnapsverbot. Die Platze vielleicht. Momentchen, das war genau das 31. Mal. Ach, Herrmannchen, ja, komm rein, du. Ach, Otto. Ja, Mensch, du bist ja immer noch in Fahrt. Klar, Mensch. Ja. Gestern Abend hast du vielleicht einen Stuss zusammengeredet. Mensch, wieso denn Stuss, ja? Kannst du dir denn daran noch erinnern? Aber klar und ob, Mensch. Ich dachte, du wärst zu besoffen. Oh, von wem? Ich weiß ganz genau, was wir besprochen haben, du. Dem Fahlberg wollen wir einen Denkzettel verpassen, dass sie ihm Hören und Sehen verliert, ne? Ja, wir haben gesagt, so ein Mensch misste mal. Ein Denkzettel kriegen. Nee, nicht so ein Mensch. Wir haben von dem Fahlberg gesprochen. Und nicht müsste mal, sondern der kriegt ihn. Ich bin ja schon mittendrin in der Sache. Du, pass mal auf. 6, 4, 3, 5, 4, 3. Kann ich schon auswendig, die Nummer. Nun, pass mal auf, du, brauchen wir ja. Wir haben mal mit drin. Aber halt's Maul. Pass auf. Fahlberg. Hallo, wer ist denn da? Wieder keiner. Himmel, Donnerwetter nochmal! Uff, Jäck, du. Mann, hat der vielleicht noch wohl was? Na, Kunststück, das war ja schon der 32. Mal, ja. Ich hab mir hier eine Strichliste gemacht, siehst du? Du lässt dir das aber was kosten. Mensch, du bist doch verrückt, Hermann. Mensch, die anderen Mal hab ich doch bloß angewählt und gleich wieder aufgelegt. Nee, so dicker hab ich die Groschen auf wieder nicht. Weißt du, Otto, wie du mir vorkommst? Ne?
Altes Herz wird wieder jung. Ja, Mensch, ja. Sowas haben wir in der 5. Klasse gemacht. Ja, da war der eben frühreif. Du, fass doch mal in Geduld, du. Das ist ja erst noch die Ouvertüre. Du hast zwar gestern Abend schon kalte Füße gekriegt, aber ich hab mir nur mal einen Kopf gesetzt, dem Fahrwerk ins Auszuwischen. Und zwar ein ganz kräftiges Ding, du. Mensch, du sprichst ja schon wie ein Oller Janove. Oh, ja, aber das ist ja nun gerade der Witz dabei, dass wir keine Janoven sind, nicht? Du sieh mal, wie oft haben wir gesagt, wenn wir so ein Ding in der Zeitung gelesen haben, Mensch, na, Dusselier hätten sie nur wirklich nicht anstellen können, nicht wahr? Das musste ja schief hier, nicht? Na, und dann haben wir immer rumgetüftelt, wie wir das nur besser angestellt hätten, nicht? Ja, zum Spaß. Na klar, so eine Art Denksport, nicht wahr? Aber haben wir es doch Käse, wenn nie was dahinter steckt. Sieh mal, ist doch genau wie bei einem Arthur, nicht? Ja, was macht denn der? Der Arthur? Der lottot bei sich selber, das dumme Schwein. Du, der füllt einen Tippschein aus, zahlt einen 50er von einer in eine andere Tasche und am Montag kommt der Betrieb drin, holt den 50er wieder schön raus und zeigt drum und sagt, gewonnen, wieder mal gewonnen. Mensch, du stell dir mal vor, Hermann, die Zahlen von denen, die kommen wirklich mal mit den 5er raus. Na klar, da wird der Wahnsinn. Na und wie, Mensch? Ihr liest schon 4er. Ja. Aber das ist es ja, Otto. In der Theorie kommt der sich wunderbar gescheit und wichtig vor, aber praktisch ist er ein Idiot. Ja. Und theoretisch können wir uns ausbaldowern, was wir wollen, aber praktisch fallen wir dabei immer auf der Nase. Jetzt kommt eben drauf an, Mensch. Siehst du, das reizt mich ja eben so daran. Du sieh mal, also, ein Wilhelm für unseren Skat, den finden wir so schnell nicht wieder. Und ob wir es nur vor Langeweile in der Kneipe volllaufen lassen oder wir strengen unser Köpfchen mal ein bisschen an, nicht wahr? Das liegt auf der Hand, nicht? Naja, schon. Gibt ja schließlich auch Kreuzworträtsel. Kreuzworträtsel? Nee, ich sag doch, es muss was dahinter stecken, sonst macht's keinen Spaß. Oh Mensch, Hermann, wir haben noch Zeit. Der Luft ist doch nicht weg, Mensch. Wir können die Sache doch in aller Ruhe vorbereiten, nicht wahr? Pass mal auf, lohnt das schließlich jede Woche. Und Ultimo, Ultimo sind die Angestelltengelder auch bei. Also Otto, nur hör auf. Da mach ich nicht mit. Na, da bist du mein Auge und hab heute eine Pfeife. Soll der nun einen Denkzettel haben oder nicht? Du mit deinem Denkzettel. Tierlich soll er einen Denkzettel haben. Deswegen brauchst du nicht Leichenraubüberfall zu planen. Ja, doch, sonst ist es für den ja kein richtiger Denkzettel. Den kannst du Leichen in die Fresse hauen. Aber für so primitiv hätte ich dich ja nicht erhalten. Der Denkzettel, du, der muss sitzen, verstehst du? Du, wenn so ein hochmütiger Fatzke bei seinem Chef rennen muss, so ein Klugscheißer muss sagen, mir haben sie das Geld geklaut, das vergisst so einer so leicht nicht. Ha, du, ich kenn die Brüder. Du, wir hatten da eben beim Kommiss so einen Rechnungsführer, nicht wahr? Dem hat man 6er an der Kasse gefehlt, ein plumper 6er, nicht wahr? Und weil er sich das nicht erklären konnte, hat er sich freiwillig an der Front gemeldet. Haha, nee. Auf der Backe sind sie empfindlich, die Brüder. Irrtum ausgeschlossen, verstehst du? Nee, Hermann, der Schlag muss auf die hochgetragene Nase angesetzt werden. Das ist ein richtiger Denkzettel für so einen. Ja, Mensch, du spinnst, ja. Ach, Quatsch, Mensch. Erst musst du doch mal die Aktentasche mit den Zaster haben. Ja, eben, Mensch. Hier muss eben unser Denksport einsetzen. Das muss ausgetüftelt werden bis ins Letzte. Da muss ein Planspiel nach dem anderen laufen. Mensch, du wirst aber doch wohl loben. Ich hatte das Ich auf meine alten Tage keine Lust verspüren, noch in den Knast zu gehen, ja, oder? Schon. Ja, ich sage ja. Darüber kann man den ganzen Tag reden, aber praktisch wird doch das nicht. Also los, Praxis, ich war nicht lange gefackelt. Quiz auf Jahre Nummer 1. Sag mal, was machst du, wenn bei dir so 30 Mal am Tag der Telefon klingelt und es ist nie einer dran? Da rufe ich die Störungsstelle an. Ausgezeichnet, Sie haben schon 2 Punkte, mein Herr. Und was wird die Störungsstelle wohl sagen, wenn alles in Ordnung ist? Was sollen die anders sagen, als ist alles in Ordnung? Ich gratuliere, mein Herr, Sie dürfen mit dem Flugzeug 14 Tage nach Italien. Nun pass mal auf. 6, 4, 3, 5, 4, 3. Fallberg. Fernsprechstörungsdienst, hat mein Kollege Ihnen schon Bescheid gesagt? Bescheid gesagt, abgewimmelt haben Sie mich. Wer nicht zu finden, das ist doch lächerlich. Egal, wer klingelt, sondern ist keiner dran. Schabernack und Quatsch. Mit mir macht keiner Schabernack. Wer alles in Ordnung ist, eben nicht in Ordnung. Ich verlange, dass das in Ordnung gebracht wird. Und zwar schleunigst. Wofür zahle ich denn meine hohen Gebühren? Ich verlange, dass meine Leitung genau überprüft wird. Genau, haben Sie verstanden? Nicht so. Larifari und den Einfachsahn ist alles in Ordnung. Ich verlange, dass morgen jemand vorbeikommt und nachsieht. Und zwar Vormittag. Nicht, dass ich an meinem Feierabend das Gebastel in der Bude habe. Jedenfalls.
als wenn das morgen nicht in Ordnung ist. Dann wäre ich die Postdirektion dafür interessiert. Aber Herr Fahlberg, regen Sie doch nicht so auf. Das ist es ja gerade. Hier bei uns haben wir nichts gefunden. Hier ist alles in Ordnung. Es kann also nur an Ihrem Apparat zu Hause liegen. Und ich rufe jetzt nur an, damit Sie wissen, dass einer unserer Herren mal morgen nach dem Rechten sehen wird. Immer erst mit dem Donnerwetter. Also gut, meine Frau ist den ganzen Vormittag zu Hause. Wann wollen Sie denn kommen? Gegen 10 Uhr, wenn's recht ist, passt das? Moment mal. Hilde, gegen 10 Uhr morgen will so ein Affe kommen, wie in den Telefon. Ja, ist gut, das passt. Ja, wiederhören. Siehst du, Hermann, so macht man das. In der Wohnung kann ich mich nun schon mal umgucken, nicht wahr? Ja, wozu denn um Jottes Willen? Wozu denn Quitzaufjahre Nummer 2? Angenommen. Angenommen, bei Ihnen zu Hause wird Fülle gebohnert, oder das Linoleum hat eine schadhafte Stelle, oder ein Lochenteppich ist so eine ewige Stolpergrube, nicht? Und nun ruft sie ihn an und sagt, kommen Sie ganz schnell nach Hause, Ihre Olle ist über den Teppich gestolpert und mit dem Kopf auf die Kommode aufgeschlagen, wo das Sparschwein draufsteht, ja? Und das stimmt alles ganz genau, also Teppich genau, Kommode genau und Sparschwein. Na, also was machen Sie dann? Ich nehme eine Taxe und fahre nach Hause. Großartig, Simon. Und das machst nicht nur du, das machen alle so. Und also auch der Fahlberg. Ja, aber... Siehste, dazu muss ich mal erst eben in der Wohnung ein bisschen umkicken, nicht? Ja, Otto. Ach, kein Wort jetzt mehr, für heute ist genug. Dein Lämpchen ist erschöpft, jetzt wird erst mal Öl auf der Funzel gossen. Und dann wird ab morgen Tag für Tag und Abend für Abend und Stunde um Stunde die ganze Geschichte entwickelt. Ach, Otto, ich sehe da Fehlerquellen noch und noch. Wieso denn Fehlerquellen? Ja, du willst Fahlberg nach Hause locken, ja. Gut. Aber was macht denn für Umstände? Umstände? Otto, du musst doch noch mal in die Wohnung. Ist ja überhaupt kein Umstand. Der Telefon fängt ihm wieder an zu bimmeln. Da muss wieder einer von der Post kommen. Und als solcher bin ich doch da eingeführt. Ah, gut und schön, aber nur weiter. Ja. Jetzt musst du die Frau überwältigen, musst sie fesseln, Knebel in den Mund schieben. Und dann die Kneipe anrufen, dem Wirt Bescheid sagen. Ach Mensch, das ist doch eine Fehlerquelle nach der anderen. Ach, hör doch bloß auf, Mensch. Die einzige Fehlerquelle bei dem ganzen Unternehmen ist dein schwacher Magen. Ja, du hast ja jetzt schon die Hosen voll. Also, halt mal die Luft an. Wer hat denn gesagt, die ganze Sache ist ein Jux? Ein Denksport für die langen Abende. Ein Skatersatz. Du willst dir hier alleine denken, was? Und alles, was ich sage, ist Quatsch. Also so geht das nicht. Na, nur so geht das, Hermann. Einer muss die Zügel in der Hand halten. Ja, na schön. Opposition soll sein, bitte. Die darf mal Hü oder Bü rufen. Das ist ihr gutes Recht. Aber einer muss sein, der über dem ganzen Palaver nicht das Ziel aus dem Auge verliert. Das Wesentliche. Was das Wesentliche? Jawohl, das Wesentliche, Hermann. Du siehst die Sache immer noch als Jux an. Ja. Das war auch der Ausgangspunkt. Eben nicht. Der Ausgangspunkt war der Denkzettel. Ja, schon. Ja, und in der praktischen Durchführung des Denkzettels habe ich ja nur bisher die größere Initiative entfaltet, nicht wahr? Das musst du doch zugeben. Ja, sicher. Also, gebührt mir auch damit ein gewisser Führungsanspruch. Aber bitte, ich bestehe nicht drauf. Ich will mir gern die Meinung von der Opposition anhören. Also, Hermann, soweit ich dich richtig verstanden habe, bemängelst du die vielen Fehlerquellen bei Durchführung nach Plan Otto 3. Du plädierst für Tatort Kneipe, wer Plan Otto 2. Na, gut, ich werde mir mal das überlegen. Ich kann mir nicht helfen. Ich habe den Eindruck, du verschleppst die Sache. Davon kann doch nur ja keine Rede sein. Aber du wirst mir doch nicht verübeln, dass ich mit meinen Simulieren doch nur den größtmöglichsten Erfolg mit dem geringsten Risiko anstrebe. Sei ganz meine Idee, Herr, aber mal muss es ja auch losgehen. Ah, sicher. Also, nur referier noch mal ganz genau Plan 2. Ja? Ach, das kann ich ja schon bald singen, lieber. Also gut. Also, Fahlberg hat den Lohngelder geholt, kommt aus der Bank, läuft über den Damm, geht in eine Kneipe, bestellt sich eine Brühe mit Ei,
wartet auf den Firmenwagen, den mit den Zaster abholen soll. Ja. Wie er also so im Rennkommen ist, da rennt ihm schon der Wirt entgegen und sagt, er möchte mein Leichthaus anrufen. Da muss was passiert sein. Ja. Und der Anruf, der kommt von wo? Von irgendwo, ist es doch völlig Schnuppe. Machst du natürlich. Ach, Icke? Ja, ist doch ja nicht dabei. Ist dort das Börseneck? Zu Ihnen kommt jedoch immer ein Herr Fahlberg, der Kassierer von Feldmann und Bleschke. Der wird doch von Ihnen immer abgeholt. Ja, der möchte doch gleich mal dringend bei sich zu Hause anrufen, ja. Aber dringend. Na, also, gut. Also der schießt nur ans Telefon. Ja, ja, und der Telefon ist dem langen Jank genau gegenüber von den Toiletten, ja? Ich hab mal da gründlich umgesehen, sozusagen mit dem Schauplatz vertraut gemacht. Das nehme ich hoch an. Ja. Also, nun mach weiter. Und wenn Fahlberg nur in die Nummernscheibe greift, kommt Otto Jans zufällig aus der Toilette, ein leiser Kopfschmerz bei dem Herrn am Telefon, und schon zieht Otto die Toilettentür wieder hinter sich zu, mit einem Arm natürlich, denn mit dem anderen trägt er ja nur die Aktentasche, denn von der wird sich ja der Fahlberg schwerlich getrennt haben, als ihm der Wirt den dringenden Anruf ans Herz gelegt hat. Also, nicht? Otto ist schon mit dem Zaster über die erste Hürde, er zwängt sich nämlich aus Klosettfenster raus in die jollende Freiheit und luft nur vom Hof in aller Ruhe auf den parkenden Mietwagen zu, damit er sich auch dem Zug der Zeit nach in entsprechender Weise bewegt und nicht so schwer zu tragen hat. Fahrziel Richtung Heimat. Na, nun bin ich gar gespannt, was daran wieder auszusetzen sein wird. Hm? Ja, also die Sache mit dem Anruf ist immer noch die sicherste Kiste. Na bitte. Der Anruf ist glaubwürdig. Immerhin weiß ja seine Olle und die Firma, wo er um die Zeit zu erreichen ist. Mhm. Da kann ihm also überhaupt nichts schwanen. Aber dann. Du sprichst von leichten Kopfschmerz. Aber wer sagt dir denn eigentlich, dass er nun auch prompt wortlos umfällt und nicht Zeit findet, um Hilfe zu brüllen? Ach, so Quatsch, ja, abgesehen Mensch. Davon, dass noch ein anderer Jast vielleicht auch mal raus muss und in dem Jank rumsteht. Wer sagt dir überhaupt, dass du in dem Moment in der Toilette alleine bist? Ach Mensch, auf die Weise kann ich dir auch den ganzen Faust versauen. Mit deinem verdammten Intellekt. Ja, hier geht es aber nicht um Mystische. Hier geht's um ein paar Jahre Knast, verstehst du? Und die will ich wenigstens für meinen Blödsinn empfangen und nicht für meinen Übermut. Ja, gut. Also, wo waren wir stehen geblieben? Im Klosett. Dass da vielleicht einer noch steht, nicht wahr? Ja, aber auch später. Also, du steigst auf die Brille und stemmst dich zum Fenster auf. Woher willst du denn wissen, dass das Fenster nicht klemmt? Das klemmt nicht, ist doch schon ausprobiert. Also gut, du kriegst das Fenster auf. Gott sei Dank. Aber wer kann nun alle vom Hof aus zukicken, Mensch, wenn du da raushoppst? Kinder, die da spielen und der Portier, der den Hof fegt und die Weiber, die da aus dem Fenster liegen. Mensch, die schlagen doch sofort Krach. Schon nimmst du die Beine in der Hand, wetzt ab, aber nur haben sie ja erst richtigen Verdacht und schon ist die ganze Straße hinter dir Ach, her. Nee, ja, hinter du, mir ja, her. Ja, du kommst gerade noch in den Wagen drin. Aber die Nummer... Die merken sie. Ach, denk mal, und vorher hast du noch eins vergessen. Du, was ist denn, wenn der Herr Polizeipräsident nur gerade hoch muss? Oh, Mensch, das ist doch billig. Ach, billig, Mensch. Ist doch möglich, nicht wahr? Und wenn auch nicht möglich oder einem bestimmten Erfahrungswertkoeffizienten nach im hohen Grade unwahrscheinlich, muss man das doch bedenken, nicht wahr? Ach, Mensch, Hermann, du bist eine Pfeife. Hast einfach keinen Mumm. Du isst wie die Katze um heißen Brei. Ja, mir schmeckt das Ganze nicht. Aber bitte, wenn du bessere Lösungen hast. Ja, darüber zerbreche ich mir da ja doch gerade den Kopf. Ja, aber Vorschläge hast du nicht. Hä? Ja, praktische nicht. Ach, weißt du was, Hermann, du solltest dich nach dem Regierungsposten umsehen. Da wärst du der gemachte Mann. Die sind dir für jede Idee dankbar. Aber Ideenbremser, die wiegen sie in Jolt auf. Das musste ja so kommen. Das schadet dir ja nicht. Dämpfer auf den Unternehmungsgeist. Deutlicher Hinweis vom Himmel. Das ganze Halt. Ja, darauf willst du ja nur raus, Mensch. Aber daraus wird nichts. Nur gerade nicht. Mit die Yang, mit die Hang.
Und die kleine Panne? Was will dit nun schon sagen? Das will immerhin sagen, dass schon der erste praktische Versuch in Schlatterinfall war. Immerhin war das Punkt 1, Auskundschaften der Fahlbergschen Wohnung. Na und? Ist doch auf, dass doch ausgeführt, Mensch. Dass du Frau Fahlberg die Schlüssel der Nachbarin gegeben hat und ich mich mit der Nachbarin in der Wohnung umsehen musste, na, ist doch Jacke wie Hose. Ja, schon. Aber diese Kinkerlitzchen, die sind das ja gerade, die immer den Strich durch die Rechnung machen. Theoretisch haben wir mit Frau Fahlberg operiert und praktisch haben wir mit der Nachbarin zu tun. Soll nicht anders heißen, als hätten wir heute den bewussten Freitag gehabt, der ganze Unternehmen schon bei der Ouvertüre geplatzt wäre. Ja, und nun weißt du auch warum? Wegen deiner ewigen Miesmacherei, weh dem ständigen Wenn und Aber, weh dem dauernden Hin und Her. Mensch, 14 Tage reden wir nun schon drüber. Du, aber eins kann ich dir sagen. Jetzt wird gehandelt. In 4 Tagen das Ultimo und das ist unser Tag. Unwiderruflich. Morgen beginnen die praktischen Übungen. Aber ohne mich, Otto. Nur reicht's mir. Ich mach nicht mehr mit. Ich steige aus. Ich bin kein Janove. Die Ausstiftelei hat mir Spaß gemacht. Aber nun ist Schluss. Du lässt mich also im Stich? Wie doch kein Blödsinn. Hat denn das mit dem Stich lassen zu tun? Ab morgen spielen wir wieder unseren Skat. Ja, du hast zu drehen, aber so einfach ist das nicht. Ich kann nicht mehr zurück. Was soll denn das heißen? Ich hab mir gestern eine Fernsehtruhe und ein Motorrad gekauft. Auf Stotter natürlich. Was denn? Was denn daraufhin? Daraufhin. Mensch, dann hast du Lump also von Anfang an? Nee, von Anfang an nicht. Da dachte ich nur an den Denkzettel. Weil mich das so gefuchst hat, wie dich der Lausekerl behandelt hat. Aber wie du nur in der letzten Woche immer wieder was an den Denkzettel auszusetzen hattest, an diesen und mit jenen, ob Plan 2 oder 4 und mir auch schon die Knie weich werden wollten, das siehst du, da hab ich mir gesagt, nee, du darfst Hermann jetzt nicht im Stich lassen und damit es auch ja kein Zeug mehr gibt, da hab ich eben die Sachen gekauft. Ja, so ist das. Otto, Mensch, ja, was soll nun aber daraus werden? Was meinst du denn, wie die Leute sich den Kopf zerbrechen werden? Wo du auf einmal das viele Geld her hast. Ist doch wieder so ein Ding, wo alle drüber stolpern. Also darüber denke ich nur ganz anders. Darum habe ich ja die Sachen jetzt schon gekauft, Hermann. Eben damit keiner darüber stolpert. Kick mal, die denken noch so. Wann war das Ding? Freitag. Wann hat dieser Otto die Klamotten gekauft? Eine Woche vorher. Aha. Kommt also als Täter nicht in Frage. Ablehnen. Mensch, Otto. Nicht wahr? Hermann, du lässt mich nur auch nicht im Stich? Nee, aber ich könnt dir eh ne kleben. Nochmal, Plan Otto 3, Ausführung. Ja, aber bitte auswendig, ja? Gut, auswendig. Plan Otto 3, Ausführung. Ausführung kommender Freitag, Taktik. Hermann steht an der Telefonzelle vor der Bank. Eine halbe Stunde vor dem üblichen Eintreffen von Fahlberg. Fahlberg kommt, Hermann rinnt in die Zelle. Ruft die Börsenstuben gegenüber an. Fahlberg soll sofort zu Hause anrufen. Frau ist mit dem Kopf auf der Eisenkante vom Auszug gefallen. Hermann kommt aus der Zelle, lässt die Zeitung fallen. Daraufhin geht Otto, der ihn überstand, zur Haltestelle und steigt in die elektrische. Geldempfang dauert bei Fahlberg eine gute Viertelstunde. Na, setzt doch sicherheitshalber nur 12 Minuten ein, dann haben wir 12 plus X plus Y. Moment mal, was waren X? Ach Gott, Mensch, die Zeit von Fahlberg über den Damm zu laufen bis zum Börseneck. Richtig, ja. Also dann ist Y Benachrichtigungszeit durch Wirt oder Kellner und Yang zum Telefon. Genau, plus der unbekannten Z. Ja, und ob da nicht gerade einer quatscht. Ach, zusammen wären das ungefähr jetzt 14 Minuten. 14 Minuten, ein bisschen knapp, was? Ja, ist ja meine Rede. Lass mal die elektrische nicht kommen. Naja, oder ein Unfall, ne? Ja, eben. Aber du, ich hab's. Du gehst einfach vorher schon zu der ollen Fahlberg.
Ah, bist doch am Donnerstag wieder angemeldet von der Störungsstelle. Gnädige Frau, wir haben uns doch entschlossen, Ihnen einen neuen Apparat aufzustellen. Ja, ich weiß schon. Natürlich, ja, ich kann ja dann basteln, solange ich Lust habe. Ja? Der Fahrer kommt ja von alleine. Also gut, die Zeitungskiste können wir dann streichen. Prima. Ich bin also von Anfang an in der Wohnung. Ja, nun da waren wir gestern mit der praktischen Übung stehen geblieben. Ja, wir waren da gerade bei der Begrüßung. Ja, also hier ist der Flur. Und da geht's zum Wohnzimmer, nach deiner Skizze. Mhm. Und da drüben, da steht das Vertiko, nicht wahr? Mit dem Telefon. So, und nun hast du geklingelt, stehst du also in Monteurklamotten da mit deiner großen Werkzeugtasche vor der Tür. So, und nun komm ich und mach auf. Ah, da sind Sie ja. Bitte kommen Sie doch rein. Sie wissen ja schon Bescheid vom letzten Mal, Herr. Wir haben nun doch beschlossen, Ihnen einen neuen Apparat aufzustellen. Nee. Wenn ich sage, das heißt, wenn Frau Fahlberg sagt, Sie wissen ja schon Bescheid vom letzten Mal, Herr. Ja? Mensch, da musst du doch als höflicher Mensch wenigstens deinen Namen sagen. Ach so, ja, natürlich, Herr Kreisel. Nee, nicht den richtigen. Ach ja, verdammt. Ja, siehste, ja, Kleinigkeiten, aber drauf gefasst sein muss man. Naja, also, nun sitzt du nu an den Apparat und puzzelst da rum. Und wat nu? Ja, also... Ach, Frau Fahlberg, würden Sie freundlicherweise hier immer auf die Gabel tippen? Ich muss mal im Korridor den Wecker prüfen, ja? Aha, aber bitte sehr, Herr. Mensch, du lass doch los. Mensch, ist ja schon gut. Siehste? Obwohl du so zugepackt hast wie ein gewerbsmäßiger Ketscher. Ich hatte noch Zeit, den Briefbeschwerer vom Schreibtisch zu reißen. Ich hätte dir vor den Dez knallen können. Ich hätte auch durchs Fenster schmeißen können. Stell dir mal vor, aus dem vierten Stock poltert der Doppelfenster auf der Straße. Mensch, eine Minute später klingelt dort die Mieter Sturm. Ach Mensch, ich hab da bloß zu sanft behandelt, sonst hättest du ja keine Zeit mehr dazu gehabt, Mensch. Ja, schreib da das mal hinter die Ohren. Also, nochmal die Stelle mit dem Telefon. Ach, Frau Fahlberg, würden Sie mal die Freundlichkeit haben, hier immer auf die Gabel zu tippen, ja? Ich muss mal im Korridor den Wecker prüfen. Ja, aber bitteschön, Herr. Ling. Ach, einen Augenblick mal, Herr. Das wird meine aufwachte Frau sein. Die kommt immer um diese Zeit. Momentchen mal. Ich will bloß mal schnell die Tür aufmachen. Na? Was heißt na? Da ist eben nichts zu machen. Im Beugen aller Ruhe ab, ist ja noch nichts passiert. Ja, und wenn gerade vorher passiert wäre. Und die wartet nur draußen vor der Tür, weil sie bestellt ist und denkt, na, die Frau Fahlberg ist ja bloß mal einen Sprung weg, setzt sich auf die Stufen und 10 Minuten später kommt der Olle wie ein Verrückter der Treppen hochgekeucht. Ja, und vorher schon liegt das Christkind unter dem Bette. Ja, nun werde ich auch noch frech. Ach, Mensch. Üben wir nu oder üben wir nicht. Siehst doch, dass du der Sache nicht gewachsen bist. Der kleinste Schocktest, ein Bums aus, Text an der Kasse. Also los, also noch mal von vorne, ich war also da von der Klopperei, also viel Zeit haben wir nicht mehr, also. Also, du lass doch schon, ist ja schon. Ja, hier ist Fernsprechstörungsdienst. Guten Tag, Frau Fahlberg. Ist unser Herr Raschke schon bei Ihnen? Nein. So, naja, ist ja auch noch nicht 11. Dann wird er jedenfalls gleich kommen. Sagen Sie ihm doch, er soll die Apparatnummer aufschreiben. Die haben wir hier vergessen zu notieren. Die Apparatnummer? Ja, ich will es gern tun. Na, hoffen wir das Beste, dass es nun mit dem neuen Ding klappt, nicht? Ja, das war ja furchtbar. Eine Weile ging's und gestern ging die Bimmelei wieder los. Na ja, nun kriegen Sie ja den neuen. Also, schönen Dank, Frau Fahlberg. Hallo, es klingelt gerade. Ja?
Vielleicht ist er das schon. Dann können Sie ja gleich selber sprechen. Augenblick. Ja. Allmächtiger. Hallo? So, hier ist Herr Raschke. Dankeschön, Eva. Ja, Raschke? Du, Otto, lass es sein. Hörst du? Ich sag dir, lass es sein. Ja, wer ist da? Kollege Lorke, ja, was ist denn? Also nichts ist, aber ich beschwöre dich, Otto, lass es sein. Was soll ich? Moment mal. Ach, liebe Frau Faber, hätten Sie wohl vielleicht mal einen Bleistift zur Hand? Ich muss hier was notieren. Ja, ich hole ihn. Ach, Sie müssen es in die Küche noch lassen, aber ich habe ja hier einen in der Werkzeugtasche, ja? Das macht Ihnen keine Mühe. Besten Dank auch, ja, dankeschön, ja. Du, Hermann, los, sie ist draußen, mach schnell, was ist los? Also los ist nicht, du sollst es nur lassen. Wir waren ja beide verrückt. Oh, das sieht ja Pfeife ähnlich, Mensch. Aber jetzt bin ich einmal hier und jetzt wird doch... Danke bestens, Frau Faber, ja, danke schön. Jetzt bin ich einmal hier, nicht wahr? Und jetzt wird der Apparat doch auch aufgestellt. Das hätten sich da in ihrem Amt vorher überlegen sollen, nicht? Ach, je, Frau Faber, jetzt ist mir doch wieder die Spitze abgebrochen. Ach Gott, wie soll ich das bloß wieder gut machen? Jetzt müssen wir noch mal in die Küche, nicht? Das ist ja liebenswürdig, ja, danke schön. Du, Mensch, Hermann, seit Wochen trainieren wir und mittendrin willst du aussteigen? Aber du weißt, jetzt mache ich's alleine. Ich rufe an. Du hast mit der Sache nichts mehr zu tun. Ende! Aufgehängt. Hat er aufgehängt. Verdammt nochmal. Jetzt hat er aufgehängt. 6, 4, 3, 5. 4, 3. Besetzt. Ja, der legt den Hörer nicht mehr auf. Der ist jetzt dabei. Oh, Himmel nochmal. Moment, jetzt Börseneck. Börseneck. Börsche. Börsche. Börschke. Börseneck. 91. 72. 43. Börseneck? Ja, ist ein Herr Fahlberg bei Ihnen zu erreichen? Ja, Moment mal. Der will gerade raus. Ja, um Gottes Willen. Er soll noch mal an den Apparat kommen. Ja, ja bitte. Ja, Herr Fahlberg. Moment mal, Herr Fahlberg. Hier ist noch ein Anruf für Sie. Ja. Fahlberg. Ja, Herr Fahlberg, in Ihrer Wohnung. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen das sagen will, aber in Ihrer Wohnung... Ja, ich weiß das ja schon. Ich war ja gerade auf dem Weg. Halten Sie mich doch nicht auf. Besten Dank für die gute Absicht, aber ich weiß es ja schon. Habe ja gerade mit dem Doktor gesprochen. Auf Wiederhören. Herr Fahlberg. Herr Fahlberg. Auch aufgehängt. Na also, dann muss es so sein. Dann soll es so sein. Übrigens, wenn wir noch zurechtkommen, jeden Schock vermeiden. Klar. Guten Tag. Guten Tag. Ist Herr Raschke noch bei Ihnen? Ja. Ach, die Herren sind auch von der Post. Ja. Treten Sie doch näher. Nein, wir haben leider sehr eilig. Wir müssen zu unserem Bedauern auch die Arbeit von Herrn Raschke unterbrechen. Er muss gleich mit uns kommen. Ein dringender Fall, leider. Na, man, gut, dass er Herr Raschke noch gar nicht ausgepackt hat. Er sitzt bei mir in der Küche, bei Kaffee und Kuchen. Ach nee. Das freut uns aber. Ja. Das hätte ich nicht sagen sollen, was? Och. Sie sind sicher seine Vorgesetzten, nicht? Ja. Aber es war meine Schuld mit dem Kaffee. Er war so nett und zuvorkommend. Ja, aber er muss doch mit. Wirklich? Leider, ja. Schade. Na, er wird ja noch mal wiederkommen. Herr Raschke! Ja? Hier sind zwei Herren für Sie. Zwei Herren für mich? Ja, bitte kommen Sie doch gleich mit, Kollege Raschke. Ein eiliger Fall. Etwas Unvorhergesehenes, Herr Raschke. Ein Kurzschluss. Ein Kurzschluss.
Ja, na dann. Nun bleibt mir wohl nichts anderes übrig, nicht wahr? Auf Wiedersehen, Frau Fahlberg. Und recht herzlichen Dank für die freundliche Bewirtung, Kaffee und Kuchen. Tut mir auch leid, Herr Raschke. Ja. Es war so nett. Ja, es war sehr nett, ja. Aber ich sehe Sie ja bald wieder, nicht wahr? Dann holen wir es nach. Ja, ja. Ihre Tasche nehmen Sie auch mit, ja, Herr Raschke. Ja, ist gut, ja. So. Kommen Sie, Kollege Raschke. Entschuldigen Sie, Frau Fahlberg. Wir beide gehen schon vor. Ja, wir gehen vor. Entschuldigen Sie die Störung und lassen Sie sich Ihren Kaffee auch alleine schmecken. Und wenn Sie sich ordentlich gestärkt haben, dann gehen Sie Ihren Mann holen. Der sitzt in der Eckkneipe beim doppelten Cognac. Und dann kommen Sie bitte beide aufs Revier. Zweiter Stock, Zimmer 8, Kriminalpolizei. Da kann ich ja nur lachen, Herr Kommissar. Ich fürchte, das wird Ihnen bald vergehen, Herr Kreisel. Immerhin ist ja ein geplanter Raubüberfall. Aber Herr Kommissar, nun wollen wir uns doch mal unterhalten, die vernünftigen Leute. Herr Kommissar, haben Sie noch nie, wenn Sie mal richtig so in der Bedrulle waren, nicht? Haben Sie da noch niemals gedacht, man müsste mal eine Bank überfallen oder sowas? Na, und haben Sie deswegen eine überfallen? Wir reden doch jetzt von Ihnen, nicht wahr? Und Sie haben doch das mit Ihrem Freund Hermann in allen Einzelheiten ausbaldowert. Sehen Sie, Herr Kommissar, da habe ich Sie schon. Kennen Sie meinen Freund Hermann? Bitte? Na, sehen Sie, aber ich kenne. Also angenommen, Herr Kommissar, ich hätte wirklich so ein Ding fingern wollen. Na, der Hermann wäre doch der Letzte gewesen, den ich dazu als Kumpel genommen hätte. Aber Sie haben sich ja schon erkundet des Überfalls Sachen gekauft. Ach, mein oller Hermann. Und er hat das wirklich gelobt? Na, ich habe dem ja noch ganz andere Sachen erzählt. Also haarsträubende Dinge, Herr Kommissar. Sagen Sie mal, hat die etwa auch alle für bare Münze genommen? Haben Sie eine Fernsehtruhe und ein Motorrad auf Abzahlung gekauft? Ja oder nein? Allerdings, ich wusste ja nicht, dass das verboten ist. Bleiben Sie bei der Sache. Wenn Sie jetzt vorgeben wollen, dass es Ihnen mit dem Plan nicht ernst war, zu welchem Zweck hätten Sie denn dann Ihrem Freund den Bären aufgebunden? Na, das war doch unser Hobby. Praktische Denksportaufgaben. Denksportaufgaben. Soll das ein Witz sein? Wieso denn ein Witz? Ruf so meinen Freund Hermann rein, der wird doch sicherlich nicht weit sein. Da können wir die Sache gleich klären. Ja, wollen mal hören. Herr Balke. Ja? Kommen Sie doch mal rein, bitte. Ja, bitte schön. Mensch, Hermann, wie siehst du denn aus? Wie braun wie ein Spucke. Sei mal nicht böse, Otto, aber ich konnte nicht anders. Warum soll ich dir denn böse sein? Böse liegt dir nur, dass du uns so lächerlich bei der Polizei machst. Die müssen uns doch für komplette Idioten halten. Mensch, Hermann, so durchzudrehen bei dem bisschen Denksport. 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 Ja, da hast du schon ganz recht. Aber Wessig hatte plötzlich das dusselige Gefühl, du machst das wirklich. Wollen Sie damit bestätigen, dass Sie auch die Sache nicht ernst genommen haben? Herr Kommissar, das nehme ich auf meinen Eid. Von Anfang an war die Rede davon, dass der Herr Fahlberg mal einen gehörigen Denkzettel verpasst kriegen sollte. Da hören Sie es genauso wahr. Machen Sie sich keine Illusionen, meine Herren. Der Tatbestand des großen Unfugs ist erfüllt. Ja, mehr als erfüllt. Wenn die Maskerade als Telefonarbeiter nicht bereits schon als Amtsanmaßung anzusehen ist. Groben Unfug nehmen wir ja gerne auf uns. Bedanken Sie sich bei Herrn und Frau Fahlberg, die ein gutes Wort für Sie eingelegt haben. Ja, wir haben ja auch fast gar nichts gemacht. Haben wir ja auch gar nichts gemacht. Das werden Sie bald von uns hören, was Sie gemacht haben. Grober Unfug? Mutwilliges Alarmieren einer Funkstreife, Vortäuschung einer Straftat, Amtsanmaßung und so weiter. Gustav, zwei Bierchen und zwei Harte. Zwei Bier, zwei Harte. Ach, Hermann, langsam wird mir wieder wohler. Mensch, ist mir dett in die Glieder gefahren. Aber alles, was rechtest du, die beiden Krimis waren richtig vornehm. Kommen Sie bitte gleich mit, Kollege Raschke. Jutasche nehmen Sie auch mit, Kollege Raschke. Weißt du, es wäre mir schrecklich gewesen, wenn die mich da so rausgeführt hätten wie in Janoven. Zwei Bier, zwei Harte. Ja, siehst du, Otto. Ja, das war eben der Grundfehler an dem ganzen Plan. Wie man ist, so ist man.
Und wer kein Janove ist von Hause aus, der wird doch keiner. Na, da hast du recht. Ich konnte das einfach nicht. Du, Hermann, und noch was anderes hat an unserem Plan nicht gestimmt. Also, alles haben wir berechnet. Alles Menschenmögliche haben wir ausgetüftelt. Alle Zufälle einkalkuliert. Bloß an eins haben wir nicht gedacht. Dass mir die kleine Frau Fahlberg gefallen könnte. Ach, so ist das. Was meinst du wohl, warum die für mich ein gutes Wort eingelegt hat? Mensch, Otto, du bist mal einer. Was denn, sei du doch ganz stille. Ohne dein Otto siehst du jetzt schon wie in Anstiftung zum Raub im Knast. Ja, hast du recht, Otto. Also auf deine Schönheit. Und darauf, dass du ein verdammt anständiger Mensch bist. Prost, Hermann. Prost, Otto.